Herzlich willkommen beim fünften Video im Video Mastery 2 im Lernzyklus zum Thema Streckensymmetrale und Winkelsymmetrale. Jetzt bist wieder du an der Reihe. In diesem Video wirst du selbstständig eine Winkelsymmetrale auf Papier und in GeoGebra konstruieren. Wenn du dich bei der Konstruktion noch unsicher bist, dann schau dir bitte das Video Basic 2 an. Deine Aufgabenstellung. Gegeben ist der Winkel Alpha mit 220 Grad. Konstruiere die Winkelsymmetrale. Drücke jetzt auf Pause und übe dieses Beispiel. Drücke auf Wiedergabe, sobald du fertig bist. Dann werde ich dir die Musterlösung präsentieren. In dieser Aufgabe ging es darum, den Winkel Alpha ist gleich 220 Grad zu halbieren. Zuerst zeichnen wir eine Strecke AB. Diese kann beliebig lang sein. A wird der Scheitel des Winkels. Wir öffnen ihn so, in dieser Richtung. Hier hat der Winkel 180 Grad. Wir geben weitere 40 Grad dazu. Das heißt, er muss ungefähr hier liegen. Wir nehmen das Geodreieck, um den Winkel einzuzeichnen. Hundertachtzig plus weitere 40. Sagen wir, dass hier der Punkt C liegt. Wir nehmen den Zirkel und zeichnen einen Winkelbogen. Ist der Winkel Alpha. Jetzt konstruieren wir die Winkelsymmetrale. Wir nehmen den Zirkel. Stechen in diesen Schnittpunkt hier ein. Die Öffnung des Zirkels ist wieder egal, er darf nur nicht verstellt werden. Verwende nicht, stelle ihn hier ein. Wir halten den Schnittpunkt. Wir verbinden den Scheitel mit dem Schnittpunkt und zeichnen zwei frische Winkelbögen ein. Macht das bloß so versetzt, dann sieht man das schöner. Das ist hier dann Alpha halbe. Und auch das ist Alpha halbe. Der Winkel hat 220 Grad, das heißt, dieser Winkel muss 110 Grad haben und dieser Winkel muss 110 Grad haben. Das prüfen wir jetzt. Lehnen das Geodreieck an. Sehen, dass diese exakt 110 Grad hat. Das machen wir auch mit diesem hier. Auch dieser hat 110 Grad. Wir haben die Aufgabe korrekt gelöst. Jetzt führen wir gemeinsam diese Konstruktion im GeoGebra durch. Die Angabe lautet: Gegeben ist der Winkel Alpha mit 220 Grad, konstruiere die Winkelsymmetrale. Hier gibt es in GeoGebra einen fertigen Befehl Winkel mit fester Größe. Diesen klicken wir an und anschließend klicken wir auf unsere Arbeitsfläche. Einen Punkt A, wir erhalten einen Punkt B, dann kommt dieses Fenster, wo wir 220 Grad auswählen. Diese Einstellung können wir so lassen. Jetzt wählen wir noch den Befehl Strecke. Verbinden die drei Punkte. Diesen Punkt wollen wir C nennen, nicht A'. Wir ändern das noch schnell. Die Beschriftungen F und G blenden wir aus.
Wir wählen wieder den Befehl Winkelsymmetrale und klicken unseren Winkel an. Jetzt müssen wir wieder gegen den Uhrzeigersinn machen. So, was ist da jetzt passiert? Wir erkennen sofort, dass diese Gerade I unsere Winkelsymmetrale ist. Aber was ist mit dieser Gerade H? Das kann ich dir sagen. Für einen besseren Überblick blenden wir die Winkelsymmetrale I fürs Erste aus. Wenn wir die Strecke BC verlängern, das machen wir mit Hilfe von Befehl gerade, klicken C und B an, sehen wir, dass die Winkelsymmetrale H die Winkelsymmetrale vom Winkel von diesem kleinen Winkel hier ist. Das gleiche gilt hier. Wir verlängern die Strecke AB und wir halten die Winkelsymmetrale von diesem Winkel. Diese brauchen wir aber nicht, deshalb blenden wir wieder K aus, H aus und I ein. Wir wollen jetzt noch prüfen, ob das tatsächlich so stimmt. Wir zeigen zuerst einen beliebigen Punkt auf der Winkelsymmetrale ein und wählen dann den Befehl Winkel und klicken die drei Punkte an. Wir blenden Alpha aus und sehen, dass Beta exakt 110 Grad hat. Das ist eben dieser Winkel hier. Jetzt prüfen wir noch den anderen Winkel. Wir klicken die Punkte D, B und C an und erhalten hier auch 110 Grad. Die Winkelsymmetrale stimmt.